Guten Abend Twitch, guten Abend YouTube. Ihr seht, Wochenrückblick heute mit mir alleine. Das ist auf der Messe. Messe in Leipzig, da gucken wir uns nachher auch mal ein bisschen was an. Ja, aber wir machen einen ganz normalen Wochenrückblick. Ansonsten, was haben wir gemacht? Ich habe mich unglaublich viel mit Ernährung beschäftigt, also mit meiner Ernährung. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Ich bin da irgendwie sehr am Experimentieren, was wie reagiert. Und ich habe festgestellt, es braucht irgendwie insgesamt sehr viel Aufmerksamkeit. Und sobald ich diese Aufmerksamkeit nicht geben kann, wird es schlechter. Wie halt so alles immer Aufmerksamkeit benötigt. Ja, was haben wir noch gemacht? Wir haben die Woche gesät. Und das möchte ich euch überhaupt nicht vorenthalten. Da gucken wir uns gleich mal rein und danach gucken wir auch nochmal zu Christa, was die so auf der Messe macht. Ihr könntet heute natürlich die Gelegenheit nutzen, mir unglaublich viele Fragen zu stellen. Müsst ihr aber nicht. Ansonsten machen wir nachher einfach im Programm weiter. Wir gucken mal rein, was wir so alles gemacht haben. Das wird die Iris uns erklären. Ich hoffe, dass das so funktioniert. So, heute will ich mich jetzt endlich an die nächste Runde Aussehen machen. Das Wetter ist ja übel dieses Jahr, aber ein bisschen was geht schon im Gewächshaus. So, das ist meine Kiste hier, meine Saatgutkiste. Da habe ich das alles reinsortiert. Ein Teil liegt schon unten, da will ich gleich rausgehen und das ins Gewächshaus sehen. Also der Salat kommt schon mal in die Voranzucht und Kohlrabi. Und Zwiebeln sind schon im Gewächshaus ausgesät. Hoffen wir mal, dass das dieses Jahr hier noch was wird. Wenn es erst in einer Woche warm wird, ist das ganz schön spät, aber können wir halt nicht ändern. So, das ist jetzt das Saatgut, was ich heute aussehen will. Das ist die ganze Verpackung Kohlrabi. Das ist Wassermelone, das ist wahrscheinlich etwas gewagt in diesen Gegenden, aber vielleicht funktioniert es ja im Gewächshaus. Hier sind die Puffbohnen. So, da haben wir auch noch alte aus dem letzten Jahr selber gezogene. Die nehme ich natürlich immer erstmal vorrangig, weil die sich schon an die Witterungsverhältnisse hier gut angepasst haben. Dann gibt es einen Eissalat. Astern zum Vorziehen, ein bisschen Zitronenmelisse, die ist uns letztes Jahr kaputt gegangen beim Umpflanzen. Die will ich nochmal aussehen. Kopfsalatsorten, da gibt es viele verschiedene hier. Dann Neuseeländer Spinat, das ist eine schöne Pflanze, die mag ich sehr. Wenn ich Glück habe, kommt sie wieder. Wenn nicht, dafür sehe ich sie lieber vorsichtshalber nochmal aus. Das ist ein Spinat, der über den ganzen Sommer zu ernten ist. Und der wächst immer aus der Blüte raus weiter. Der bildet so ganz lange Schlangen und ist ein bisschen fleischiger als normaler Salat, aber auch sehr lecker. Und vor allen Dingen im Sommer gut zu ernten. Das geht mit dem normalen Spinat nicht. Und ja, hier sind die ganzen Kohlsorten. Wirsing, Rotkohl, Weißkohl. Die will ich jetzt auch schon mal ins Gewächshaus sehen. Das ist übles Wetter. Es regnet. Und eigentlich wollte ich in den Garten gehen. Das wird wohl nichts werden. Alles ist nass. Aber das Gewächshaus, da können wir jetzt weiterarbeiten. Hier sieht es ganz gut aus. Das ist das ganze Grünzeug, den Kohl. Ja, guck mal, das ist der ganze Schnittkohl hier. Den werden wir jetzt mal essen. Der Spinat sieht auch super aus. Der blüht auch noch nicht. Ja. Und hier haben wir das. Kommt das erste? Wenn man das mal ganz dicht dran hält, sieht man das. Die kann man da raus. Kinder treten hier auf Saatgut. Da kommt das erste Porree. Ja. Hier habe ich ganz viel Porree und Zwiebeln schon gesät. Für die Anzucht der Pflänzchen mische ich mir immer Erde zusammen. Wir haben hier leider sehr lehmige Erde, sodass ich da die jungen Pflanzen nicht reinsetzen kann. Also kaufe ich ein bisschen Bio-Erde, meist so irgendwo im Baumarkt oder im Supermarkt, je nachdem, wo ich die kriege. Und nehme ein bisschen von unserer Lehmerde da rein, mache ein bisschen Regenbogenkompost da rein und mische das alles gut, ein bisschen Gesteinsmehl noch. Und dann habe ich eine ziemlich gut, nicht so ganz feingrünlig, weil die Erde aus dem Baumarkt war jetzt nicht so super toll, aber alles gut. Kompost ist dieses Jahr leider noch nicht da, der ist noch nicht reif, den habe ich letztes Jahr auch gebraucht, aber den würde ich da sonst auch noch in einer kleinen Menge reintun.
So, ich habe jetzt die Schalen hier mit Erde befüllt und habe von jedem Kopfsalat, davon habe ich verschiedene Sorten. Irgendeiner wird dann meist ganz gut, andere gedeihen nicht so gut, das ist immer so ein bisschen wetter- und witterungsabhängig. Hier habe ich jetzt immer ein bis zwei Körner von den ganz frischen Tüten. Ich habe aber auch noch ein paar alte Tüten, die verwende ich auch. Da mache ich dann ein paar mehr Körner drauf. Wenn das dann halt zu viel tatsächlich aufgeht, ziehe ich sie halt einfach aus. So, hier habe ich noch die nächste, die ist schon fertig. Jetzt mache ich noch eine dritte mit den Eis- und Batavia-Salaten. Und dann ist das erstmal für den ersten Schwung genug Salat. Hier stehen jetzt meine fertigen Kästchen im Gewächshaus. Mal, dass es langsam ein bisschen wärmer wird, obwohl es ist der Salat, der kann es ganz gut ab, dass es erst noch ein bisschen kühler ist. Die jetzt hier alle beschriftet, A, B, C, D, E, F, G, damit ich nachher weiß, wo ich was eingesät habe. Das habe ich mir, hier ist der zweite Teil, das ist jetzt überall die ganz verschiedenen Salatsorten drin und ein bisschen Kohl. Den Kohlrabi und Melisse und so weiter, die nehme ich jetzt mit rein, damit die drin im Heizungsraum erstmal ankeimen und dann kommen die auch ins Gewächshaus. So, heute will ich mich jetzt endlich an den. So, also ich höre jetzt schon wieder, anscheinend ist das Mikro leise oder was? Dann müsste ich mal kurz umbauen oder ich nehme mir das einfach. Ich hoffe, dass das so irgendwie besser wird, aber also. Lauter kriege ich es jetzt, glaube ich, nicht mehr hin. Also ich hoffe, ihr versteht mich irgendwie. Oder war es gerade das Video, was zu leise ist? Weil das kriege ich tatsächlich nicht mehr lauter. Das ist so aufgenommen. Also live kriege ich es jedenfalls nicht mehr lauter. Warum das jetzt schon wieder zum Thema wird, verstehe ich nicht, weil eigentlich habe ich nichts geändert und die letzten Sendungen waren tontechnisch eigentlich ziemlich gut. So, ja, dann würde ich sagen, ich glaube, Christa spricht lauter, also können wir uns ja mal ganz kurz angucken, was hat Christa denn die Tage so gemacht? Sie hat mir tatsächlich heute mal ein Video geschickt von der Messe, was die da so treiben. Also Christa ist auf der Leipziger Buchmesse, mal gucken, was die da so treiben. Ja, oder ein Filz oder was auch immer. Die letzten Vorbereitungen, damit der Besucheransturm gleich kommen kann. So, das DPD von Sachsen-Paket kommt heute. Das muss der, da sind die via Corona Gesamtverzeichnis und dann soll der Name das heute noch zur Post bringen. Mein Lieblingsbuch auf der Messe vom Garten-Leben Verlag, der Hüterelf. Es ist ein wunderschönes Buch. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ich könnte mich da rein versenken in die Bilder, in die schönen Bilder. Nina Velo vom Garten-Leben Verlag. Hallo. Hallo, Nina, was hat euch bewogen, hier zur Messe zu gehen? Was uns dazu bewogen hat? Erstmal den Wunsch der Autorin, dass die gerne das gehabt hätte. Und ansonsten ist es uns ein Anliegen, natürlich die Taris von Arthurs Bücher und vor allen Dingen auch die anderen Bücher vom Garten-Leben Verlag, weil wir haben ja noch viel mehr wunderschöne Bücher, einem großen Publikum zur Verfügung zu stellen und bekannt zu machen. Ja. Du hast noch einen zweiten Verlag. Genau, den Via Cuore Verlag, den Herzensweg Verlag, den wir mit unseren Autoren gehen möchten, den Herzensweg. Da haben wir auch ein paar Bücher und die haben wir auch mit dabei. Die passen nicht in den Garten-Leben Verlag, oder? Einfach. Die haben halt mit dem Thema des Schwedischen nicht zu tun. Es sind aber trotzdem wunderbare Herzensbücher, an denen viel Liebe steckt und die das auch wert sind, erzählt zu werden. Ja, schön. Freut mich. Ja, gerne. Guck mal, da haben wir Christa, dass sie sie heute Abend nicht ganz vermisst. Ja, was soll ich sagen? Im Endeffekt wäre ich gerne dabei. Es ist bestimmt ein sehr spannendes Erlebnis.
Und ich freue mich besonders auf die Aufnahme der, also Christa hält ja eine Lesung auf der Messe in der Sachbuchabteilung. Da freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Ja, ihr habt jetzt gerade meine Schwester mal kennengelernt. Die blonde Frau war meine Schwester Nina. Die anderen waren Silke und ihr Mann oder ihr Freund, der Jörg. Ja, bringt mich im Endeffekt zu einer, ja, thematisch gesehen, zu einer, ich finde es immer traurig, aber ich habe mir gedacht, ich nehme mal dieses Thema auf, um euch ein bisschen was zu erzählen. Wie sind die Bücher entstanden? Wie sind, was ist auf dem Weg dahin alles passiert und wie hat man das empfunden? Weil wir haben also mal wieder eine Telegram-Diskussion zum dritten oder vierten oder fünften Mal, keine Ahnung, es nimmt irgendwie nicht ab, dass Menschen, die glauben, sie dürften einfach diese Bücher sprechen oder vervielfältigen oder ins Netz stellen oder. Wir sehen das anders, eindeutig, weil es nicht darum geht, also es ist dann das Argument, wenn ich etwas kopiere, also sagen wir mal, ich lese dieses Buch vor, nehme ich ja dem Verlag nichts weg. Doch. Und also ich sage jetzt mal so, eine Geschichte aus Russland, die mir dazu immer wieder einfällt, ist, dass wir erlebt haben oder dass es in Russland einfach Fakt ist, dass zum Beispiel Maler von Ikonen, also von wichtigen Kunstwerken, von Kunstwerken, die von der Energie her tadellos und rein sein sollen, vorher fasten müssen und vorher ganz einfach Wege durchgehen, sich ethisch zu reinigen. Und wenn ich das übertrage auf jemanden, der also so völlig ohne Zustimmung des Autors, der tot ist, und ohne Zustimmung der Rechteinhaber, welche noch leben, meint, er muss einfach irgendetwas vervielfältigen und es herausposaunen, weil er glaubt, es gehört in die Welt. Das mag auch so sein. Ich glaube auch, dass der Inhalt der Talus-Bücher in die Welt gehört. Deswegen hat ja Nina einen Stand auf der Leipziger Buchmesse. Ja, sowas macht man eigentlich über dieses Medium. Aber wenn man meint, dass das tut, dann ist dieses Werk, was ihr da hört, leider voll mit unbewussten Aggressionen. Das ist vollgepackt mit unbewussten Aggressionen, die auf euch einprallen. Die kann man messen. Wir haben das mal gemacht anhand von Grundrissen. Haben wir mal Wohnungen durchgetestet, wo denn die Aggressionswerte am höchsten sind. Also meistens sind es ja tatsächlich die unbewussten Aggressionswerte. Und die sind am höchsten da. Also wir treffen meistens den WLAN-Router, das ist Punkt 1. Und ansonsten treffen wir immer eine Ecke. Wir wissen nicht, was da drin steht. Wir haben nur einen Grundriss mit Mauern. Wir haben keine Ahnung, was wo drin steht. Aber wir treffen immer ein Bücherregal oder einen Router. Und das hat, oder Gemälde. Zur Not auch Gemälde, aber meistens sind es eher das Bücherregal oder die Router. Und dann sind die Menschen immer erstaunt, wieso wir das wissen, wo ihr Router steht oder was auch immer, weil die Aggressionswerte da einfach am höchsten sind. Und im Bücherregal sind die Aggressionswerte am höchsten oder mit sehr hoch. Das kommt darauf an, welche Bücher da drin stehen. Also wir haben zum Beispiel mal, unabhängig vom Inhalt, es geht überhaupt nicht um den Inhalt, aber es geht darum, wie viel Aggression besitzt der Kunstschaffende. Wie viel unbewusste Aggressionen, die fließen in das Werk mit ein. Dementsprechend finde ich, muss man da einfach aufpassen, wenn man da sich also meinetwegen Aufklärerliteratur reinstellt, wer auch immer es ist, sind alles gute Autoren, ich will da jetzt auch keine Namen nennen, aber die liegen teilweise bei Aggressionswerten, die völlig unfassbar sind. Und das liegt daran, dass diese Autoren natürlich Aufklärer sind, aber eben so betroffen sind und so unglaublich in der Verurteilung sind, der Führungsriege gegenüber, den Asurischen, den was weiß ich wem man für irgendwas, den Reptos oder wen man auch immer dafür verantwortlich macht. Und das führt dazu, dass diese Aggressionen auf unbewusstem Wege auf euch übertragen werden. Und das ist auch bei Videos so, die durch im Endeffekt Diebstahl und Raub zustande gekommen sind.
Und da geht es nicht darum, wie man uns immer erklären will, dass der Verlag könnte sich eröffnen und könnte ja andere Wirtschaftszweige und könnte ja Spenden entgegennehmen. Also die Leipziger Buchmesse nimmt halt keine Spenden für ihren Stand. Und es spielt auch überhaupt keine Rolle. Es war ein schönes Video dann allerdings in dem Kanal, das fand ich sehr gut, von Gorassadin. Alles muss bezahlt werden, alles. Ne? Und wenn es halt einer nicht bezahlen will, dann muss es jemand anders bezahlen. Es ist immer so, egal welcher Wunsch ist, irgendwo braucht er eine Energiequelle. Und Gorassadin, man mag halten von ihm, was er will, aber er hat echt was auf dem Kasten, weil er weiß, dass wir über Wesen reden. Wir bedienen Wesenheiten. Hm? Und dieses ganze ESO-Geschwafel, Gedöns, bedient Wesenheiten, die aus dem Weg gekommen sind. Ne? Jesus würde das lese ich euch nachher vor, als Ehebruch bezeichnen. Der falsche Weg. Und da biegt man sich ganz schön seine Ethik zurecht, wenn man sagt, naja, dann seid ihr halt im Mangeldenken, weil ihr ja als Verlag glaubt, nur weil wir hier ein Buch vervielfältigen, würdet ihr hungern. Nee, das glauben wir nicht. Aber wir glauben, dass die Energie, die man da reinsteckt, irgendwie, die braucht eine Quelle. So. Und wir als Menschen, als Körper brauchen eine Energiequelle. Das tun wir im Allgemeinen mit Geld. Gorassadin geht darauf ein und sagt, ja du, es gibt so ein paar, die wollen nichts für sich. Ne? Hier Hermes Trismegistus und so ein paar ganz große. Ne? Kann ja auch sein, dass wir ein paar ganz große werden wollen. Wir sind aber nicht. Wir sind immer noch irgendwie mit dieser Energiequelle hier verbunden. Und ich sage euch jetzt mal, was mich, also diese Werke konnten überhaupt nur entstehen, weil Alf einen Weg gegangen ist, der ihn fertig gemacht hat. Alf ist an Krebs gestorben und der ist nicht umsonst da. Alf hat es am meisten zerfressen, dass keiner glaubte, dass er von dem, was er da tut, leben darf. Das hat ihn, also er war wertlos. Seiner Ansicht nach, beziehungsweise nicht seiner Ansicht nach, sondern es hat sich übertragen, weil ja keiner bereit war, ihn einzuladen oder sein Buch zu kaufen. Das hat sich damals überhaupt nicht verkauft. Ich glaube, es war weit vor seiner Zeit. Und natürlich hat das mit seinen Themen zu tun. Aber es hat eben auch etwas damit zu tun, anderen die Wertschätzung nicht geben zu wollen. Und das, was zu so einem Werk geführt hat, ist doch viel mehr als nur jetzt eine Datei kopieren. Wie respektlos ist das denn? Ich würdige überhaupt nicht den Autoren und seinen Weg. Alf hat darunter gelitten, diese Bücher, also nicht gelitten, sie zu schreiben, aber alles, was damit zu tun hatte, hat einfach ein Leben der Entbehrung und hat ein Leben geführt, es wäre doch anders überhaupt nicht möglich gewesen, wenn man da jetzt irgendwie 0815-Job macht und dem hinterher rennt und irgendwie seinen Fokus so auf anders richtet. All das, diese ganze Erfahrung, die da hinten dran steckt, und das sind jahrzehntelange Forschungen und Erleben, das Ganze zu würdigen, indem ich sage, ich kopiere einfach den Inhalt und versuche dann, da ist doch nichts Neues daran, gar nichts. Ich lese jetzt ein Buch vor, das Buch gibt es. Wenn irgendjemand dieses Buch als Hörbuch haben möchte, kann er es doch beim Verlag kaufen, in professioneller Qualität. Und die, die das nicht machen, entscheiden darüber, ob jemand anderes etwas tun soll. Was ist denn das für eine Ethik? Der Verlag könnte natürlich andere Dinge tun und könnte sich öffnen und könnte sagen, ja, wir nehmen das auf Spendenbasis ein. Spielt überhaupt keine Rolle, aber er tut es ja nicht. Und solange er es nicht freiwillig tut, kann doch niemand sagen, ja, wir entscheiden das jetzt für dich, es steht so in deinen Büchern, du musst es jetzt irgendwie tun. Das ist eine Ethik, die sich da zusammengebaut wird, die Ehebruch ist. Und wenn ja jemand nicht weiß, was Ehebruch ist, Ehebruch ist, wenn man seinen Geist nicht mehr mit Jesus oder seinen Geist nicht mit Gott verheiratet, sondern wenn man das mit irgendeinem dieser anderen Geister tut. Hm? Und irgendeiner dieser anderen Geister, sagt Jesus, führt niemals zu Gott. Man kommt niemals dahin, solange man diesen Ehebruch begangen hat. Und solange man sich glaubt, mal seine Ethik zurechtbiegen zu müssen, damit man
Also wer dem Verlag Mangeldenken vorwirft, weil er Geld für seine Bücher haben will und gegen Copyright-Verletzungen ist und der schon gar nicht alle ahndet. Ja, sind Tausende da draußen und keiner geht da irgendeinen juristischen Weg. Aber das Ganze noch, mal gucken, aber das Ganze noch irgendwie auf die Spitze zu treiben und dann auch noch Werbung im Kanal der Autorin dafür zu machen, ist also an Arroganz nicht mehr zu überbieten. Da braucht man mir doch nicht mit Esoterik kommen. Ich habe mal eine schöne Geschichte gehört. Also da ein Schiffsbauer irgendwie und eine Werft. Und ihr alter Meister ist nicht da. Und sie müssen halt jemanden finden, der bei ihm bei einem Problem helfen kann, das sie selber nicht lösen können. Und also sie haben es ewig versucht. Alle Ingenieure haben es ewig versucht. Und dann holen sie einen alten Ingenieur und der kommt mit seinem Werkzeugköfferchen und dann guckt er sich das Problem an, 30 Minuten. Und dann hämmert er mit einem kleinen Hammer hierhin und dahin und da dran. Und dann funktioniert alles wieder. Nach einer Stunde ist die Sache erledigt. Und er stellt eine Rechnung von, 1.000 Euro. Und er sagt, ja, wie 1.000 Euro für eine Stunde Arbeit? Was soll das denn? Und dann sagt er, nein, ihr zahlt nicht für die eine Stunde Arbeit 1.000 Euro, sondern ihr zahlt, sagen wir mal, 80 Euro für die eine Stunde Arbeit. Und den Rest zahlt ihr für die 30 Jahre Erfahrung, die ich gesammelt habe, um das Problem überhaupt lösen zu können. So. Und das ist tatsächlich der Kern der Geschichte. Man zahlt freiwillig für diese Werke, um den Autor zu ehren, der einen Weg gehen musste, den man jahrtausende lang gesucht hat, dass es einer macht. Man hat extra, Alf hat doch nur Kontakte, weil man wusste, dass er in der Lage ist, den Mut aufzubringen, die Eier zu haben, diese Texte nach draußen zu bringen. Den Orden aufzulösen und all das ehrt man überhaupt nicht, wenn man da glaubt, man würde einen Weg gehen, indem man eine Datei kopiert oder aus einem Buch vorliest, um damit etwas Neues zu tun. Das Buch gibt's doch, das ist nichts Neues, null. Das Einzige, was man dabei versucht, ist, bei YouTube oder bei Telegram dafür Spenden zu sammeln, dass man das tut, dass man seine Arbeit bezahlt kriegt. Da ist dann keine Rede von Mangel. Aber der Verlag, der hat Mangel anscheinend, weil er nicht möchte, dass das passiert. Und über dieses Denken da habe ich mich echt lang beschäftigt, die Woche. Ich verstehe das überhaupt nicht, wie man dazu kommen kann. Wie kann man sich seine Ethik so dermaßen zurechtbiegen? Ja. Nadi sagt gerade, sie glaubt, dass Lazarev auch gesagt hat, dass es Ehebruch ist, wenn man die Liebe eines Menschen über Gott stellt. Im Endeffekt sagt Lazarev das auch, er drückt das, glaube ich, anders aus. Ich weiß nicht, ob er da von Ehebruch, müsste ich mal nachgucken. Also ob er da wirklich von Ehebruch spricht, weil das Sakrament des Ehegemachs doch sehr, sehr gnostisch ist. Lazarev ist ja eher kirchlich unterwegs, also anders kirchlich, aber naja gut. Kann sein, aber im Endeffekt drückt er dasselbe aus, ja. Und sowas geschieht nicht aus Liebe. Die Liebe ist weg. Und das Witzige ist, Lazarev, wenn wir schon dabei sind, Lazarev sagt in seinen neueren Büchern, die ihr gerne irgendwie mal studieren solltet, ich habe jetzt gerade, meins habe ich oben, jetzt hätte ich es euch gezeigt, dass das Liebesniveau bei den meisten Menschen im Moment nicht sonderlich hoch ist und dass es nicht mehr ausreicht, dass sie verschwindet und dass dann solche Dinge passieren, dass man keine Ethik mehr hat, dass man einfach solche Dinge so tut. Das liegt nur an einem mangelnden Liebesbewusstsein oder Liebesfähigkeit. So, und jetzt wird der Shitstorm gleich losgehen wieder. Könnt ihr euch im Telegram-Kanal wieder aufregen, was der Simon alles so erzählt hat. Aber es gibt kein, also diese, was ist denn mit dem Mangeldenken der Menschen da draußen, die meinen, sie müssten kopieren und anderen zur Verfügung, kostenfrei zur Verfügung stellen, weil die sich ja nicht leisten können, das zu tun, und das Wissen aber ja nach draußen soll. Wisst ihr eigentlich, ich habe einen Händler kennengelernt, also ich habe mir bei Maigret, mich quasi hätte ich mich bewerben können, als ich in Russland war, direkt Zedernsamen in Sibirien, todsicheres Geschäft, da kaufst du für nichts ein, kannst du wunderschön nach Deutschland weiterverkaufen.
Maigret hat die Schwelle eingerichtet, wenn du das machen möchtest, ne, man müsste ja meinen, es ist in seinem Sinne, ne, umso mehr Händler, umso besser. Wenn du das machen möchtest, musst du erstmal $10.000 hinlegen. Und diese $10.000, die will der nicht für sich als Tribut, sondern er weiß, wer nicht rein genug ist, diese $10.000 zu probieren, also hinzukriegen, der ist auch nicht rein genug, mit seinen Zedernprodukten zu handeln, weil der geistig nicht dazu in der Lage ist, das zu tun. Und diese Videoleute, die irgendwelche Bücher lesen, weiß ich nicht, ob die geistig dazu in der Lage sind, diese Bücher überhaupt gescheit zu verarbeiten und damit nach außen zu geben. Wer diese $10.000 für Migräne nicht zusammenkriegt, der scheitert ja schon an der Materie. Was will der mit solchen geistigen Produkten? Ich habe mal ein Buch geschenkt bekommen, dem ich nicht sonderlich viel Wert beigemessen habe. Vielleicht auch leider. Aber ich habe es gelesen, war von einem Freund über einen indischen Guru. Ich suche es gerade, dann habe ich nicht. Und da ich keine indischen Gurus mag, beziehungsweise persönlich vielleicht schon, aber also ich brauche sie nicht. Und auch nicht daran glaube, dass Menschen das brauchen. Ist mir folgende Stelle einfach so. Also die ist mir so in Erinnerung geblieben, da steht also, ihr müsst verstehen, mein Freund war damals Hartz-IV-Empfänger und dann steht da drin, in seinem Guru, den er absolut verehrt, in dem Buch seines Gurus steht drin, also als allererstes müsst ihr die Materie in den Griff kriegen und wenn ihr die Materie nicht im Griff habt, dann braucht ihr euch auch nicht ums geistige Wohl zu kümmern. Und dann sage ich, du, verstehe ich nicht die Stelle. Da steht doch drin, die Materie nicht im Griff und so. Ne? Also ich meine, wie kann man das verbinden mit ich beziehe all mein Geld vom Staat und das wäre heute alles anders. Mhm. Das wäre auch so, das müsste man anders verstehen. Also ich verstehe das genau so. Wenn man die Materie im Griff hat, kann man sich mit diesen Themen beschäftigen. So. Und wenn man nicht das Geld hat, sich so ein Buch zu kaufen, kann man sich vielleicht auch nicht mit diesen Themen beschäftigen. Hm? Nur mal so dahingestellt. Also dem Verlag wird Mangeldenken unterworfen vom Allerfeinsten. Ja? Und es wird seitenlang gerechtfertigt in irgendwelchen Telegram-Kanälen. Aber auf die Idee, dass es vielleicht der Mangel woanders liegt, kommen diese Menschen überhaupt nicht. Also ich bin, da bin ich auf Gorassa-Dienstseite. Es muss alles, muss bezahlt werden. Hm? Der stand auf der Messe auch. Schön und gut mit Spenden. Wir haben schon so manches Mal erlebt, was mit Ständen da rauskommt. Da könnt ihr uns jetzt sagen, es liegt an uns und bla bla bla. Es liegt aber einfach auch an anderen, die keinen Respekt haben. Fertig. Und ich bin nicht für die Respektlosigkeit anderer Menschen verantwortlich. Ich bin dafür verantwortlich, es ihnen zu sagen, dass sie absolut respektlos sind. So. Also, Entschuldigung, wenn ich mich da ein bisschen drüber echauffieren musste, aber das hat uns die Woche echt, also nicht beschäftigt, aber es ist nicht mein Problem, es ist nicht mein Verlag. Ne? Muss ich meine Schwester drum kümmern, ich habe sie gerade kennengelernt. Ob sie dagegen vorgehen will oder nicht, mir ist das im Endeffekt wurscht. Aber sowas zu rechtfertigen, da beschäftige ich mich einfach mit dem Thema Ethik. Ja? Und das ist, glaube ich, noch nicht so gut gelungen. Ja, ich wollte euch aber auch noch was anderes mitgeben. Weil wir die letzten Tage, war ja die, sagen wir mal, so gnostische Themen sehr aktuell. Und sie scheinen sich auch immer wieder in den Vordergrund zu spielen, der Zeit. Und mir sind da einfach aus dem Thomas-Evangelium nochmal zwei Stellen gekommen. Wen habe ich noch vorbereitet? Maria hätten wir noch. Aus dem Thomas-Evangelium, die ich für sehr entscheidend finde, also in denen ich finde, dass eigentlich alles gesagt ist. Das ist im Thomas-Evangelium Vers 3, Jesus sprach, wenn die, die euch führen, euch sagen, seht, also ihr müsst jeden einzelnen Satz hier hören, wenn die, die euch führen, wer auch immer das ist, euch sagen, seht, das Königreich ist im Himmel, so werden euch die Vögel des Himmels zuvorkommen. Wenn sie euch sagen, seht, es ist im Meer, so werden euch die Fische zuvorkommen. Aber das Königreich, es ist in euch und es ist außerhalb von euch. Wenn ihr euch selbst erkennt,
werdet ihr erkannt werden. Und ihr werdet wissen, dass ihr die Söhne des lebendigen Vaters seid. Wenn ihr euch aber nicht erkennt, dann seid ihr in Armut und ihr selbst seid die Armut. Die entscheidenden Sätze hier sind, wenn ihr euch selbst erkennt, werdet ihr erkannt werden. Das ist der Witz an der ganzen Geschichte. Wenn ihr wüsstet, wenn ihr euch bewusst wärt, wer ihr seid, wer als Gottes Söhne oder Töchter, dann würden euch die anderen sogar anerkennen. Das ist der Witz. Ihr werdet erkannt werden und die lassen euch komplett in Ruhe. Sie müssen. Aber solange ihr das nicht wisst, da spielt man und da macht man und da fragt man. Und wie hat Gaurasadhin das ausgedrückt? Die anderen fanden die Zeiten ganz schön, die erkennen das nicht an, dass sie für euch arbeiten sollten. Es soll vielleicht so sein oder es war mal so oder in der Grundidee wäre das nicht schlecht. Also arbeiten mal weiter, soll euch dienen sollen. Aber die erinnern sich an die guten alten Zeiten, wo wir ihnen immer gedient haben. Und die finden sie ganz gut. Die würden sie doch, doch nochmal zurückwollen. Und das steht da drin. Wenn ihr euch selber nicht erkennt, dann seid ihr halt in Armut. Ihr seid die Armut. Und noch entscheidend ist, seht, das Königreich ist im Himmel. Also die, die euch führen, also sagen wir mal spirituelle Führer, die euch sagen würden, das Königreich ist in den Gedankenwelten irgendwo oder ist in der Meditation. Nö, ist es nicht. Da werden euch die Vögel des Himmels zuvorkommen. Da werden euch die Wesen der Geisteswelten definitiv zuvorkommen. Und wenn sie euch sagen, es ist im Meer, sagen wir mal, nur, dann werden euch die Fische zuvorkommen. Ne? Ist also egal, auf welches Spielfeld man euch drängen will. Das Einzige, womit ihr euch auseinandersetzen müsst, seid ihr. Und wenn ihr euch dann erkannt habt in eurer Stärke, dann werden euch die anderen auch anerkennen, vorher eigentlich nicht. Wenn ihr es mal geschafft habt, Samael davon zu überzeugen, etwas zu unterlassen, nämlich zum Beispiel euch zu besetzen oder so, ja, da braucht ihr schon ein bisschen Überzeugungskraft. Ne? Also wenn ihr euch nicht glaubt, das ist so unser Problem mit Menschen, die kommen hier vorbei und wollen irgendwie ihre Besetzungen ausgetrieben haben oder so. Das kann ich doch gar nicht. Also, ich kann schon, aber wenn du den nicht selber rausschmeißen kannst, weil du noch nicht mal die Autorität besitzt, den rauszuschmeißen, dann kommt der auch jederzeit wieder. Ja. Warte, er das mit den Gesetzen. Habe ich das jetzt überblättert? Habe ich überblättert. Aber ich habe euch noch Maria mitgebracht. 6, eigentlich Nummer 6. Maria mitgebracht als. Übrigens habe ich hier auch noch gefunden, weil ich habe mich diese Woche, deswegen sind wir im Wochenrückblick, ne? Was haben wir hier gerade, Schnatti? Damit wird doch eigentlich gesagt, dass wir eigentlich so mächtig sind, wenn wir den Christus in uns erkennen, wenn wir ihn an die Hand nehmen und wenn wir uns mit ihm verheiraten, sind wir die Krone der Schöpfung. Was soll ich dazu sagen? Und diese ganzen anderen Wesen, die man heiraten kann, die wollen halt nicht, dass wir die Krone der Schöpfung sind. Naja, also weil wir es die letzten Tage hatten und weil ich es zufälligerweise hier liegen hatte, das ist das Evangelium des Judas. Sieht sehr unscheinbar aus, hat wahrscheinlich ein anderes Cover. Wir haben es also gefunden wieder. Und dazu werden wir sicherlich in dem internen Bereich, ich bin jetzt immer mehr davon überzeugt, nur noch interne Bereiche zu machen, aber das werde ich nicht tun, aber so ein bisschen pissig bin ich da schon gerade. Werden wir jedenfalls viele schöne Gnosis-Sendungen machen. Was ich euch aber noch sagen oder mitgebracht habe, weil ich die Woche mich damit beschäftigt habe, und es ist mir ja aufgefallen,
dass das wieder so Parallelen gibt, so viele zu heute. Ne? Ich lese es euch nicht ganz vor, wobei es sehr, sehr kurz ist. Also das Maria Magdalena Evangelium. Da ist das, was ich euch vorhin sagen wollte. Also es geht darum, dass Jesus quasi unsichtbar wird, nennen sie es hier, ne? Also nach einem Zusammentreffen. Und er hatte vorher gesagt, ich habe euch kein anderes Gebot gegeben, nur das, worin ich euch unterwiesen habe. Und ich habe euch kein Gesetz gegeben, wie Gesetzesstifter es tun. Ihr sollt nicht durch das Gesetz ergriffen werden. Aber sie waren traurig, es geht hier um Moralvorstellungen, es geht hier um Steinbock-Energie, die irgendwie aus den Fugen geraten ist, was damals übrigens der Fall war, sehr viel der Fall war. Wir sind voll im Thema Äonen, Archonten, siehe Webinar. Da Steinbock vollkommen, also wenn sie sich mit dem Steinbock da verheiratet haben, ihre Geister, dann sind es Gesetzesstifter geworden und alles andere geht über solche Dinge weit hinaus. Die göttlichen Gebote, die Grundsätze sind was völlig anderes als aus der Energie gefallene Gesetzesstifter. So. Also er wurde unsichtbar und sie waren traurig und weinten und sprachen, haben wir jetzt zu den Völkern hinauszugehen und das Evangelium des Menschensohn zu predigen? Da erhob sich Maria, gab allen den Gruß bzw. den Kuss. Das weiß man nicht so ganz genau. Also es ist eigentlich eher ein Brautkuss, ist was anderes. Aber das war das, was Jesus Maria immer gegeben hat. Und sprach zu den Brüdern, weint nicht, trauert nicht und zweifelt nicht. Denn seine Huld wird mit euch sein und euch hüten. Lasst uns seine Größe rühmen, denn er hat uns hergerichtet und aus uns Menschen gemacht. Uns mit dem richtigen Geist verheiratet. Indem Maria dies sagte, wendete sie den Sinn derer, die ihr zuhörten, zum Guten, und sie begannen über die Worte des Retters miteinander zu reden. Petrus sprach zu Maria, Schwester, wir alle wissen, dass der Retter dich lieber hatte als die anderen Frauen. Sage du uns Worte des Retters, derer du dich erinnerst und die du kennst, wir aber nicht, weil wir sie auch nicht gehört haben. Da fing sie an, ihnen diese Worte zu sagen. Ich sah den Herrn in einem Traum und sprach zu ihm, Herr, ich sah dich heute in einem Traum. Er gab Antwort und sprach zu mir, Segen über dich, da du nicht strauchelst bei meinem Anblick. Denn wie euer Herz ist, wird auch eure Kraft zu sehen sein. Im Übrigen geht es da immer wieder um das Thema der Erkenntnis oder des Gegenüberstehen können, überhaupt das Halten können des Christusgeistes, ne? Dem Face-to-Face gegenüberzustehen und das auszuhalten. Bruno Württemberger hat das mal gesagt, wenn wir auf Punkt erleuchtet werden würde, wäre das so, als würde man von einer 5-Watt-Birne so auf eine 50.000-Watt-Birne umschalten, dann wärst du erstmal blind. Ne? Also dem erstmal standzuhalten ist eine Sache. Ich sprach zu ihm, Herr, sieht ein Mensch den Traum, den er sieht durch die Seele oder durch den Geist? Der Retter gab die Antwort und sprach, er sieht weder durch die Seele noch durch den Geist, sondern durch die Mitte. Von beidem sieht der Traum durch den Sinn. Und das Verlangen sprach, da fehlt ein Stück dazwischen, das kann ich euch leider nicht geben, weil es einfach fehlt, ist nicht mehr vorhanden. Aber sie sind bei den Geistern, das wird gleich klar werden. Und das Verlangen sprach, ich sah nicht, wie du herankamst, jetzt aber sehe ich, wie du hinaufsteigst. Warum lügst du also? Die Seele antwortete und sprach, ich habe dich durchaus gesehen, aber du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht erkannt. Obwohl du ein Kleid warst, hast du mich nicht erkannt. Sie war also auch ein Kleid. Ein Kleid in dem Falle, Jesus nimmt auch immer seinen Körper ein Kleid. Das Kleid, das er angezogen hat. Als sie dies gesagt hatte, jubelte sie in Freude und ging davon. Darauf kam sie zur dritten Gewalt.
Man nennt sie Unwissenheit. Diese wollte die Seele ausprüfen. Wohin gehst du? Du bist in der Tat gefangen, in der Sünde ergriffen. Richte also nicht. Aber die Seele sprach, worauf richtest du mich, wie ich dich nicht richten soll? Zwar bin ich... Warum richtet ihr den Verlag, wenn ihr nicht gerichtet werden wollt? Hä? Zwar bin ich ergriffen worden, aber ich selbst habe nicht zugegriffen. Ich bin nicht erkannt worden, aber ich habe nicht zugegriffen. Aber ich habe erkannt, dass nämlich das ganze Universum frei wird. Himmlisches wird irdisches. Nachdem die Seele die dritte Gewalt hinter sich gelassen hatte, stieg sie hinauf und stand vor der vierten Gewalt. Die war siebengestaltig. Die erste Gestalt ist die Finsternis, die zweite das Verlangen. Die dritte die Unwissenheit, die vierte die Bringerin des Todes. Die fünfte der Bereich des Fleisches, die sechste das dumme Verlangen des Fleisches. Die siebte das Wissen des... Leider fehlt's. Das sind die sieben Genossen des Zornes. Diese fragen die Seele, woher kommst du? Du hast Menschen getötet. Und wohin gehst du? Du überwindest Raum? Die Seele antwortete und sprach, getötet worden ist, was mich festhielt. Und was mich umwendete, ist umgewendet. Mein Verlangen ist zu Ende. Meine Unwissenheit ist gestorben. In der Welt wurde ich gerettet aus der Welt durch eine hohe Gestalt. Ich wurde gerettet aus der Fessel nicht zu erkennen. Dies besteht nur auf Zeit. Von jetzt an werde ich Ruhe erlangen. Dies ist der richtige Zeitpunkt. Ich werde Ruhe erlangen im Schweigen. Als Maria das gesagt hatte, schwieg sie. Dies war es, was der Retter zu ihr geredet hatte. Das sind eben sieben sieben Gründe für Zorn. Ne? Die sind sehr gewaltig. Das dumme Verlangen des Fleisches, das Glauben an den Bringen des Todes, alles das. Also das ist ein sehr gewaltiger Inhalt. Als Maria das, Andreas aber sprach da wieder und sagte zu den Brüdern, sagt doch, wie denkt ihr über das, was sie gesagt hat? Ich glaube nicht, dass der Retter so geredet hat. Seine Lehren haben eine andere Bedeutung. Und das passiert heute sehr schön, was jetzt kommt. Da redete Petrus da wieder und fragte seine Brüder über den Retter. Sollte er tatsächlich mit einer Frau allein gesprochen und uns ausgeschlossen haben? Sollten wir etwa zunicken und alle auf sie hören? Hat er sie uns vorgezogen? Da weinte Maria und sprach zu Petrus, mein Bruder Petrus, was du da sagst, meinst du, ich hätte dies alles selbst ersonnen in meinem Herzen und würde so über den Retter lügen? Da nahm Levi das Wort und sprach zu Petrus. Petrus, du bist von jeher aufbrausend, und jetzt sehe ich, wie du dich gegen diese Frau groß machst, als wärst du ein Rechtsgegner. Wenn aber der Retter sie für wert genug hält, wer bist du, dass du sie verwürfest? Sicherlich kennt der Retter sie ganz genau, und deshalb hat er sie auch mehr als uns geliebt. Wir sollen uns also schämen und den endgültigen Menschen anziehen. Wir sollen werden, wie er uns angewiesen hat, und das Evangelium predigen, ohne dass wir eine Weisung oder ein Gesetz haben, es sei denn das, in dem uns der Retter unterwiesen hat. Als Levi das gesagt hatte, rüstete sie sich, um auszurufen und zu predigen. Also das Evangelium nach Maria Magdalena ist nicht sonderlich lang, aber es spiegelt im Endeffekt die Geschichte dar, warum nachher viel auseinandergebrochen ist, weil der Geist sich wieder quasi Ehebruch begangen hat, ne? Und sich dem Zorn unterworfen hat. Also Petrus hat sich wieder über andere erhoben, etc., etc. Das Ganze auch mit dem, also dann fangen die an, Worte auszulegen und es hat eine andere Bedeutung und so weiter und so weiter. Und das, was ihr vermittelt wurde, ist auf einer ganz anderen Basis vermittelt worden, ist auf einer ganz anderen Ebene übermittelt worden. Und dann fängt man an, Worte auseinanderzulegen. Und deswegen hat mich diese Geschichte daran erinnert, wie jetzt Menschen angefangen haben, immer Talos-Texte auszulegen und gegen oder dafür zu missbrauchen, da eine Bedeutung reinzulegen, die sie überhaupt nicht haben. Ja, also anders zu interpretieren, völlig aus dem Zusammenhang zu reißen, um ihre Dinge, der Sicht der Dinge irgendwie zu untermauern. Ja? Aber nicht verstanden haben, welches Herz da drin steckt, sondern sich auf Worte
beschmeißen. Wie soll ich das sagen? Ja. Also da würde ich doch durchaus mal hingehen und gucken, warum sowas immer wieder passiert ist. Und in jeder spirituellen Gemeinschaft, auch da, das Maria Magdalena Evangelium sagt es ganz klar, dass diese ganzen spirituellen Gemeinschaften irgendwo immer daran zerbrechen, dass sich wieder irgendjemand über den anderen erhebt. Und Menschen, die sich über den Verlag erheben und meinen, sie könnten besser damit umgehen und es besser in die Welt treiben, ja, aber die wurden überhaupt nicht dafür auserkoren, das zu tun. Die haben sich selber dazu erklärt, okay, aber wären sie auserkoren worden, das zu tun, hätten sie es vielleicht erlebt. Also ich würde sagen, das sind so Diskussionen, da sollte jeder vielleicht nochmal in sich gucken, was da so passiert, auch wir, auch für mich gilt das jederzeit. Ja, also ich würde es für heute auch gut sein lassen, ihr habt keine Fragen, wenn ihr noch Fragen habt, bitte, dann haut raus. Ansonsten ist es das, was ich so... Es ist ein bisschen langweilig, so komplett ohne Christa hier eine Stunde zu reden. Aber ich denke, das war das, was mir diese Woche auch ja, am wichtigsten erschien. Mich tatsächlich mal wieder ein bisschen mit gnostischen Schriften auseinanderzusetzen. Danke, dass ich die Sendung machen durfte und dafür dann quasi einen Grund habe und nicht mehr aufgehört habe, mich auf die Sendung vorzubereiten, die schon gelaufen ist. Aber da werden wir noch viel, viel Freude dran haben. Allerdings wahrscheinlich im Mitgliederbereich. Was soll ich sagen? Mitgliederbereich bei YouTube. Ich finde das manchmal auch gerechtfertigt. Auch da, es geht nicht um Zeiten, die wir vor irgendwelchen Kameras sitzen und irgendwelche Videos aufnehmen. Es geht um Zeiten, um jahrelanges Studium. Ne? Es geht, Also ich muss mal gerade abgelenkt, ich finde das Original viel besser, habe kurz in das Audio reingehört, aber es hat mir, in welches Audio hast du reingehört? Von dem, wie heißt der? Braun? Ich habe es vergessen. So wichtig war es mir nicht. Also das Original, ich hoffe, dass du meinst das Original Hörbuch. Und das Original Hörbuch ist mit einem unglaublichen Aufwand produziert worden von der Katalaya, die nun mal eine professionelle Stimme hat. Ja, sie ist eine Frau, aber sie spricht Bayerisch und sie hat sich dafür, also man kann sich überhaupt nicht vorstellen, welchen Aufwand das ist. Da werden nachher tatsächlich Silben, also Geschmatze, das jeder Mensch beim Lesen macht, wird rausgeschnitten und solche Geschichten. Und das kann man einfach mit einer gewissen Ausrüstung eben nicht. So, und sich dann dahinzustellen, und aber ist egal. Was soll ich sagen? Ja, also du findest das Original viel besser, das finde ich schön. So Venus-Kind schreibt, sie findet das Original besser als das, was in Telegram rumgeht. Ja, und es hat was damit zu tun, dass die Originalenergie vielleicht besser erfasst wurde, weil auch der Auftrag dahin ist, weil der Auftrag dahin gegeben wurde, das zu tun, weil Katalaya ein unglaublich empathischer Mensch ist und all fühlen kann. Vielleicht ist es deswegen besser. Ne? Und dann sind wir wieder bei dem Thema Aggressionswerte und unbewusste Aggressionen, die da reinführen. Naja, weißt du, jetzt kommt die Frage, genau das von Herrn Braun, und kann da eigentlich noch mehr Hörbücher von euch? Ja, haben wir in Planung. Das Problem ist halt nur, wenn wir es nicht verkaufen, finden wir halt auch niemanden, der spricht. Ne? Und da ja solche schönen Kopien rumgehen, das ist das Problem, deswegen entstehen solche Werke nicht mehr, wenn sowas passiert, das müsst ihr einfach mal verstehen, dann können wir es halt nicht produzieren. Wie denn? Sollen wir sagen, mach das mal auf Spendenbasis. Wenn wir Spenden kriegen, leiten wir sie an dich weiter, so zu einem gewissen Teil. Oder das macht kein Mensch, sondern muss man einen Profi beauftragen, der das spricht. Und das kostet Geld. Fertig. Und wenn sich dann die ganzen Nicht-Profis dazu erklären, dann bitte. Genau, wenn die Hörbücher gekauft werden, dann machen wir gerne weiter. Aber so findet sich halt niemand, der es weiterspricht. Es ist ziemlich einfach. Ja? Und das Ganze eben auf einem qualitativ höheren Niveau. So, jetzt will ich aber echt damit aufgehört haben für diese Woche, weil es regt mich auch ein bisschen auf, weil wir das auch irgendwie jetzt zum 5. oder 6. Mal in diesen Telegram-Kanälen diskutieren.
Und also wirklich sehr viel Energie darauf aufgewendet wird, uns zu erklären, dass das, was die tun, richtig ist. Das werden wir. Also man könnte auch diese Energie darauf verwenden, sich ein 15-Euro-Buch zu kaufen oder ein 19-Euro-Buch zu kaufen. Könnte man auch machen. Ich glaube, die Energie, die man dafür aufwendet, sich das Ganze irgendwie schön zu reden, könnte man wahrscheinlich besser investieren in ein bisschen Arbeit, die einem Energie zur Verfügung stellt, um irgendwas auch dementsprechend würdigen zu können. Ich finde es immer schön, dass ihr uns würdigt, und ich finde es immer schön, dass ihr uns jede Woche verfolgt, also anschaut. Ich versuche auch das zu würdigen. Ne? Ich versuche das zu würdigen, dass ich versuche, Fragen zu beantworten, die dann kommen und alles das. Ich würdige das sehr, dass Menschen mich hier angucken oder Christa und mich. Ne? Ich freue mich über jeden. Ich freue mich über jeden, der sonntagsabends, übrigens noch ein Thema die Woche, was habe ich? Ich habe mich sehr viel mit dieser Sonntagsabendsendung beschäftigt, aber ich freue mich über jeden, der es guckt, weil es was Gutes ist. Und ich habe da auch keine Monetarisierung bei YouTube drin oder sonst irgendwas. Ich freue mich einfach über jeden, der das guckt. Diese 10 Minuten, schöne, positive Nachrichten, freue ich mich. Einfach über jeden. Und ich könnte mich natürlich auch überärgern, das ist quasi irgendwie nur 500-600, aber es sind 500-600 Menschen, die es gucken. Da freue ich mich über jeden Einzelnen und würdige das. Und würdige jeden, der mir irgendwie einen Inhalt zur Verfügung stellt, und bedanke mich dafür und frage danach. Und so, ich gehe doch nicht einfach hin und mache irgendwas. Aber gut. Ja, vielen Dank für euch für diese Woche. Also wir werden eine Christas Lesung haben wir auf Video, die kommt auch in den Forscherbereich, wie jeder andere Vortrag auch. Da muss ich mal gucken, was ich noch schneiden muss und ob sie die Kamera tatsächlich wieder mitbringt. weil ich habe Christa mit meiner Kamera losgeschickt und euch von der Leipziger Buchmesse einen kleinen Bericht anzufertigen. Wir werden es erleben und werden Christa dazu fragen. Und ja, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende bzw. eine schöne Restwoche, und wir sehen uns hoffentlich am Sonntag. Es wird eine sehr, sehr schöne eine sehr, sehr schöne Sendung. Ich habe viel Material bekommen und ich hoffe, es kommt noch viel mehr. Mein Traum wäre ja mal, das irgendwann tatsächlich als Parallelprogramm jeden Tag abends um 8 Uhr zu den Tagesschauzeiten rauszuhauen. So viel Material habe ich noch nicht, aber für Sonntag ist es relativ schön. Und es macht mir sehr, sehr viel Freude, das zu tun. Also hoffe ich, wir sehen uns am Sonntagabend um 20 Uhr. Kommt es pünktlich online, und ansonsten sehen wir uns am Montag. Bis dahin, schönes Wochenende. Tschüss.